Reise mit dem Auto, Reise durch Zeit, Reise in sich oder auch Reise an einen anderen Ort. Zum Beispiel nach Romanshorn ins Kornhaus. Dort kann man seit dem 19. September Kunst zum Thema Reise anschauen. Die Kuratorin Gerda Leipold hat sich für das Thema aus einem bestimmten Grund entschieden. Reise ist recht vielfältig. Viele Menschen machen Reisen, manche zum Vergnügen, manche auch etwas unfreiwilliger. Und wir haben gedacht, es gibt auch die Reise im Kopf. Das Thema ist sehr vielfältig, darum haben wir das gewählt. Auch vielfältig sind die verschiedenen Materialien, aus denen Kunst gemacht worden ist. An der Ausstellung gibt es Skulpturen, Gemälde, Bilder mit unterschiedlichen Texturen und auch Nadelkunst. Gemacht haben die Kunstwerke 19 Künstler und Künstlerinnen aus der Ostschweiz. Wir sind sehr offen gewesen. Wir haben da Künstler, die schon ein Leben lang Kunst schaffen. Wir haben aber auch Newcomer, die noch nicht so lange Kunstwerke schaffen. Und es ist immer, das sagen uns Künstler und Künstlerinnen auch, es ist immer auch ein fruchtbarer Austausch. Bis am 2. Oktober darf man neben der Kunst Musikveranstaltungen geniessen und Präsentationen besuchen. All das bei einer Reise nach Romanshorn.